Moin und willkommen zurück zu Splatoon Online. Heute mit der Splatling, der Standard Splatling. Schönes Geräusch von dir, Telefon. Ja, sehr gut. Weil ich da gerade einfach mal Lust drauf habe. Und Paper Mario Color Splash, da bin ich gerade zu voll zum Aufnehmen. Egal, mache ich gleich trotzdem noch. Aber erstmal will ich ein bisschen entspannen noch, also. Erstmal Aggressionen aufbauen, bevor es dann zum Spiel geht, das wirklich Aggressionen hervorruft. Ja, war ein bisschen doppeldeutig, aber ist ja okay. So, das Splitting habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ich habe ja gesagt, die Waffenvorstellungen lasse ich dann im Endeffekt sein. Ich werde dann eh im Laufe des Projekts eh alle vorstellen und ob ich sonst bis... Da komme ich nicht mal hin. Bis Anfang des neuen Jahres dann wirklich durch bin, wenn die NX kommt und dann das neue Splatoon kommt. Weil ich dann auch wirklich alles zeigen kann. Das neue Splatoon wird ja wahrscheinlich eh nur eine Erweiterung des Standards werden, deswegen ja, können wir da mal gespannt sein. Splatling ist recht stark, kann fast hitten, weil macht halt. Ja, das trifft etwa. Und dadurch, wenn man nicht allzu blöd ist zum Zielen, ist das im Endeffekt so eine Mischung aus Schuss und Sniper. Waffe. Ja. Geil. Geil! Ne, ich bin aber gerade zu blöd. Ich muss meine Spielempfindlichkeit mal wieder runtersetzen. Eindeutig. Ja. Ich war doch schon längst weg. Ach, was ist das denn schon wieder für eine Scheiße? Sekundär, was hat sie nochmal? 18. Wahl. Langweilig. Aber man kann so einfach und schnell färben. Ja. Ist eine ganz gute Waffe zum Färben. Schau mal, wer kommt. Jemand, der ursprünglich nicht kommen sollte wahrscheinlich und der hat Rache. GG. Immerhin noch mitgenommen. Sehr schön. Hey, Carbonroller. Wer mag ihn nicht? Den geheimen Jump mache ich ungern an, weil ja, es wird einfach dadurch der Supersprung so langsam, es kostet so viel Zeit. Nee. Da gehe ich lieber ein, zweimal öfters drauf. Yay, Camper Arsch. Oh! Das gesamte Gegnerteam ist down. Sagt mir das doch mal einer. Ah, jetzt kommt man nicht so viel mehr machen. Und da war da sogar noch einer. Ja, akzeptable erste Runde, würde ich mal sagen. Jo. Hey, ja. Deutlicher Sieg, obwohl es am Anfang recht schlecht tatsächlich mal aussah. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Runde. Was laber ich eigentlich heute schon wieder für den Scheiß? Naja, egal. Ja, Glück gehabt. Zum Glück die Morin-Türme, weil ich habe gerade den 10 Liter 3K genommen. Hey, ein anderer auch noch. Cool. Der ist ganz gut hierfür. Ja. Weil, zack. Zack. Und das doch mit Hauptverbrauch und dann geht's doch ganz gut. Dann kann man sich da unten außerdem schön Trapping hinstellen. Und direkt danach da drüben gehen. Und dann sich wundern, warum das Ding so viel Tinte verbraucht, was es immer tut. Das ist der Nachteil bei dem Elitern. Die verbrauchen einfach sowas von viel. An Tinte. Das ist unglaublich. Genauso unglaublich, wie zu glauben, dass ich so einen schlechten Aim habe. Habe ich aber. Haha. Get wrecked, Noob. Warte.
Ne, jetzt habe ich mich ja gerade selber angesprochen. Oh shit. No. Ich bin ein bisschen zu schisserhaft, habe ich manchmal das Gefühl. Was ich auch bin, aber... Egal. Immerhin von hier oben kann man sicher einfärben. Hat doch auch was. Man muss ja nicht immer auf Full Whist spielen. Und dass der mich erwischt hat, ist eigentlich total lame. Weil... wieso brauche ich so lange zum Aufladen? Das ist lachhaft. Leckerlich. Lachhaft. Die Runde verlieren war, obwohl meine Punkte gar nicht mal so schlecht sind für den Sniper. Also in meinen Verhältnissen. KD-mäßig ist natürlich shit. Und warum... Wieso stirbt er nicht nach zwei Insta-Bomben? Ist doch total lächerlich. Ich habe ihn zweimal voll erwischt. Das ist einfach lächerlich, würde ich schon fast sagen. Du da unten triffst mich nicht. Und der hat einfach mal God Mode an, ne? Ja, God Mode. Läuft bei dir. Ja, kann nichts machen. Verdammt. Ach komm. Ist doch lächerlich. Und langweilig. Naja, kann man nichts machen. Nächste Runde wird es eventuell besser. Winged Battle. Oh, stimmt ja. Ich bin ja letztens im Livestream von A- auf B+ abgerutscht. Yay! B+, Kotz. Weil ich einfach immer ein Disconnect in meinem Team hatte. Immer 3 gegen 4 und dann immer verloren. Da konnte ich dann wenig machen. Ist egal, jetzt bin ich gerade B+ 70. Macht nix. Dann geht's halt ein bisschen schneller voran und auch einfacher. Und wie man sieht, mit dem Luna Blaster habe ich ein bisschen geübt. Und die Haftbombe habe ich nicht gesehen. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Dafür nehme ich es ja unter anderem auf. Nein, eigentlich nicht. Aber dafür kann man ja die Aufnahmen auch mal benutzen, um nachzugucken, ob da ein Leck dran schuld war. Das war knapp. Achtung. Komm, irgendjemand. Ja, da war auch noch jemand. Irgendjemand getroffen und der unter mir, das ist einfach nur lame. Na gut, ich benutze hier Klecksroller ja auch. Ist okay. Ich beschwere mich ja nicht, weil... Doch, jetzt beschwere ich mich. Halt's Maul. Anhalten muss doch möglich sein, ja. Ist es ja auch. Komm. Mine hin und los geht's. Das Ganze in Kombination dann anschließend mit den Suka und man ist halbwegs sicher. Ach, jetzt von uns. Okay. Paar Sekunden noch. Boah, jetzt ist mal angespannt. Nein. Ja, wir führen. Nice. GG-Team. Ihr könnt ja auch mal was.
Und wenn die Runde jetzt gleich... Auch egal, ich sag lieber nix. Bevor es dann wieder... Was passiert? Nö. K.O. win. Nice so. Charmustert. Genau. Schön, schön. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. 7-2 KD läuft. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und ihr keine Videos mehr verpassen wollt, nur wenn ihr die nicht mehr verpassen wollt, sonst könnt ihr mich einfach unabonniert lassen, wenn ihr nur 1-2 Videos von mir guckt, könnt ihr abonnieren, dafür ist ja der Button da. Und sonst, ja, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann heute Abend im Livestream, hoffentlich. Bis denne und tschüss.